Jo, willkommen zurück zu Spyro the Reignited Trilogy hier auf The Dragon im wunderschönen Querfeldeinstreckenkurs im Rennen, der Rennherausforderung. Hier, man kann sofort gleich die Strecke hier nehmen. Nice. So, tschüss. So, dich erwische ich gleich mal hoffentlich mit. Habe ich ja auch. Er hat es verkackt, den Turbo zu nehmen. Das ist immer schön. Aber den nimmt er mit. So, und einmal gehittet. Und schon bin ich wieder Nummer 4. So schnell kann es gehen, Kollege. Ui. Ich bin so behindert, ne? Ah, da habe ich. Ach, nee, komm, das geht besser. Diesen wunderschönen Vor-Dingsbums, wie heißt das nochmal gleich? Wir hatten so schönen Vorteil und den haben wir wunderbar versaut. So doppelt. Double or nothing. AEW. So einmal Feuer geben. Ey, Junge, willst du mal Feuer? Ach, dass du einfach nie diesen Turbo nimmst, ne? Das ist wunderschön. Ich will die Munition aber trotzdem gerne haben. Höhö. Höhö. So. Okay, versaut. Man könnte auch unten lang fliegen und den Turbo mitnehmen, ne? Das wäre, glaube ich, besser. Und auch da möglichst tief fliegen wegen dem Turbo. Und beim Baum links. Gut. Das muss ich mir jetzt mal langsam merken. Wir müssen irgendwie aufholen. So, hier unten durch. Den doppelten Turbo mitnehmen. Barbecue machen. Schon mal einen entgegenschleudern. So, dich brauche ich wahrscheinlich. Um die halbwegs aufzuholen, denn die sind alle noch arschweit weg von mir. So, dich brauche ich. Okay, den Baum brauche ich ihn jetzt schon? Ich glaube noch nicht. Okay, der nimmt den auf jeden Fall mit. Ihr seid aber auch zum Kotzen, du. Okay, die nehmen aber alle diesen Turbo nicht mit, ne? Außer wahrscheinlich der erste, ne? Weil der Arsch viel Vorsprung hat. Der wird den wahrscheinlich mitnehmen. Ich sollte ich auch mehr auf die Raketen, außer vielleicht die hier scheißen und lieber die Turbos mitnehmen. Glaube, das ist gefeilter, wenn ich das so mache. Ich meine, bei dem ist es ja wurscht. Ich meine, da kann ich ja die Rakete trotzdem mitnehmen, aber bei alles andere, wo ich mich entscheiden muss, zwischen Turbo und unten bleiben, Junge. Unten bleiben, Junge. Es ist doch gar nicht so schwer. So, doppelt. Double or nothing, AEW. AEW. So schön Kurve schneiden und mehr Turbo. Und Doppelturbo. Hier kann ich nochmal Turbo nehmen. So, Rakete. Ah, wieder. Welchen hat er denn jetzt da angepeilt? War nicht der, der vor mir ist. So. Ja, und nochmal verkackt. Schön. Das ist geil. So tief fliegen. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Gerade bei diesen Ballen dort. Okay, bei dem Baum auch schön links und tief fliegen. Das habe ich jetzt wieder schön vergessen. Turbo. Und komm, Doppelturbo. Platz 3, sehr schön. Haben wir die 2 auch schon angekugelt. Die 2 haben wir schon ziemlich nah am Überrunden. Hm.
und die Munition nicht erwischt. Das ist natürlich auch wunderschön. Ich hasse das jetzt schon wieder. Ja, noch erwischt vorm Turbo nehmen. Schön. Nein. Oh, ho, 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 ho. Arschknapp. Okay, den Baum hätte ich noch mal mitnehmen sollen, aber wir sind auch schon relativ nah dran, ne? Am ersten. Noch eine Runde. Alter, wo ist denn der erste? Muss der ja nicht irgendwo bald schon mal sein? Nach vorn ist er. Eins, zwei Raketen und wir haben's. Wobei, sollte ich alles auf die Raketen setzen? Wahrscheinlich nicht, aber ich brauche die auf jeden Fall. Wenn ich mehr so viel Vorsprung zu uns gewinnen kann. Und jetzt muss ich wirklich perfekt fliegen, ne? Oh, der nimmt er sogar mit. Der Schweinehund. Zumindest diesen einen Turbo nimmt er mit. Diesen einen nimmt er auf jeden Fall mit. Nein! Oh, Mann! Das sah jetzt gar nicht so scheiße aus. Ah, okay. Den Baum nimmt er anscheinend definitiv mit. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Den fünften, nee, den vierten schon mal angucken. Ach, das ist echt uiuiui. Den schaffe ich nicht mehr zu erwischen, bevor er den Turbo nimmt. Okay, der Baum ist dann essentiell. Das muss ich mir merken, dass der Baum wirklich wichtig ist. Ich bin dumm. So, tief fliegen. Ganz, ganz wichtig wegen dem Turbo. So, jetzt kommt ja ein Baum. Okay. Ich sehe schon, es wird eine lange Folge werden hier. Zumindest, na gut, lange Folge, ne? Wenn. Sind ja eigentlich nahezu immer gleich lang. Ich hasse den Scheiß jetzt schon. Also damit kann man mich jagen. Es ist zwar jetzt durchaus spaßiger als das mit dem. Als die Jägeraufgabe. Einfach weil man hier so ein bisschen was zu tun hat. Man muss wirklich gucken, wie man fliegt. Ne? Und man muss auch ein bisschen was können. Bei Jägers ist ja wirklich einfach nur, ja, alles, also alle, wann die Kühe erscheinen, das zu merken und dann die im rechten Moment abzuschießen, das ist ja jetzt nicht wirklich, ja, Jägeraufgaben sind halt wirklich immer, ja, es ist wirklich das Gelbe vom Ei, in Anführungszeichen. Ah, aber zurück ist es kein Supersprintrennen, dass man das hier nicht fliegt, aber hier halt im Sprint das macht. Dass man irgendwelche Autos übertrumpfen muss. Das ist. Ich glaube, da würde ich auch noch mehr abkotzen als ohnehin schon. Das ist unglaublich, ne? Oh, der Baum ist. Ah, der Baum ist zu riskant. Man kann es wahrscheinlich auch ohne schaffen, den ersten zu übertrumpfen, wenn man perfekt fliegt. Ich glaube, das ist besser, als den Baum, diesen Turbo mitzunehmen und dann wirklich wieder steil in diesen grünen Ring reinfliegen. Ich würde es zumindest mal so behaupten, dass das so besser funktioniert. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, du kannst schon mal meinen Staub fressen. Du bist langsamer als ich. Ist jetzt schon Vierter, das ist gut. So. Wenn wir wirklich jetzt perfekt fliegen, müssten wir in der Runde schon fast den ersten über. Das kann man nicht mitnehmen, ne? Das ist. Scheiße. Den kann man wirklich. Man muss anscheinend wirklich frontal auf die Dinger drauf zufliegen, auf die Dinger, auf diese. Gerne. Dass man die auch wirklich triggert. Okay, das Ding nimmt aber auch wirklich niemand mit. Hab ich so das Gefühl. So, dann haben wir schon den zweiten angekokelt. Und der wird überrundet. So, haben wir noch einen vor uns und noch genügend Zeit. Also wenn wir verkacken, dass wir wieder aufholen können. Ui.
Ach Mann, ich hab vergessen, dass Stunner im Ring kommt. Einmal ist so gut vorgelegt, ne? Oh, ist das herrlich. Und schon wieder verkackt. Na gut, wenigstens nicht ganz schlecht geflogen. Höhö. Geschnippelt. Wenigstens nicht ganz schlecht geflogen, ne? Ich würde sagen, den behalten wir einfach mal, die Rakete. Einfach, dass wir schon mal was haben für die letzten. Für die Potpourri. Nicht Potpourri, diese. Für die finalen. Für die finalen Plätze, ne? Du willst mich doch verarschen. Nee, das kannst du wirklich nicht mitnehmen. So, Runde 2 beginnt gleich und wir sind schon mal. Oh, die Hitbox von den Ringen, die ist aber auch so schlecht. Da ist die Hitbox von den Sternen wesentlich besser. So. Auf den vierten wird geschossen. Das gibt's doch nicht. Oh, ich hasse das so sehr, ne? Man kann es gar nicht mehr anerkennen, wie ich diesen Mist hasse. Nice. Ah, nein. Okay, man kann also auch, wenn man nicht ganz gerade ist, also so halbwegs seitlich, kann man auf jeden Fall anscheinend auch die Ringe triggern. Also diese, nicht Ringe, diese Sterne, diese Turbosterne. Das ist auch schon mal gut. Das gibt es doch nicht, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Och, warum kann denn der Turbo nicht oben sein? Warum muss der unten sein? Aber der Erste nimmt den auf jeden Fall mit. Also den darf ich dann auch, wenn ich Zweiter bin, nicht verfehlen. Den muss ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Wenn man gut ist, kann man anscheinend den links, der gerade, wo ich vorbeigeflogen bin, plus den gerade eben mitnehmen, um maximalen Turbo zu kriegen, wenn man gut ist. Also das Gegenteil von mir. Oh, ist auch wieder so arschwarm, ne? Wenn man vor einem Dachgeschoss wohnt, ungedämmt und dann noch das Fenster zumachen muss, weil man sonst die ganzen Geräusche von draußen, wenn jetzt wieder alle mit ihren Zwiebacksägen, ihren Mopeds draußen rumfahren. Nein! Oh, ho, 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 ho. Zu viel Turbo ist halt auch nicht gut. Mein, ich krieg gleich wirklich echt Aggression, ne? Ich bin kurz davor, wirklich um mich zu schlagen mit dem Scheiß. Hey, Alter, das ist ein Kinderspiel. Ich verkacke halt zu heftig. Ja, aber Rennspiele waren nie meins. Schweige denn Flugspiele. Ui, ui. Also auch Flugspiele waren meine Nemesis. Das konnte ich ja irgendwie nie. Also, es gab auf der PS1 damals so ein Flugspiel. Ich weiß gar nicht, ob man da ein Helikopter war oder. Musste man auch immer so Ziele zerstören. Das habe ich auch gehasst wie die Pest. So, jetzt bin ich. Ich verstehe die Hitbox von dem Teil nicht. Ohne Scheiß. Ah, dass man da trotzdem irgendwie immer wieder aneckt. Immer wieder. Ist doch bescheuert, ist das. Aber zum Glück nehmen die ersten, der zweite und dritte Platz die Dinger nicht mit, ne, diesen Doppelturbo. Die nehmen überhaupt gar nichts von den beiden mit, das ist schön. So, wir sind schon mal Platz 2. Waren wir schon mal, so ist gerade glaube ich schon zweimal, waren wir Platz 2. So, das Ding brauche ich definitiv. Der Turbo unten am Baum, ne? Ich hoffe mal, dass ich auch ohne auskomme. Es gibt es nicht. Wie man einfach an diesem an dieser Decke einfach abprallt. Es ist unglaublich, Alter. Die erste Strecke war doch gar nicht so schlimm in dem Spiel. Die erste Rennstrecke. Und die zweite ist gleich schon. Oh, ist schon so die Killerstrecke halt, ne? Nee. Das bringt nichts mehr. Das ist vergeben, die Chance. Oh, dieser
Das ist doch vermaledeiter Dings, ne? Oh, das, ich kotze bei sowas wirklich echt ab, ne? Das Rennen beim ersten, der ersten Strecke von dem Spiel halt wirklich perfekt gefirst-tried. Und dann hier, kommt mir wieder so eine Scheiße bei raus. So, fick dich, Alter. Hier ist mein Staub, du Drecksding, Alter, du. Du Schrottflieger. Mir fallen gerade keine gescheiten Beleidigungen ein, ne? Okay, man muss anscheinend durch den Ring gar nicht so sehr nach unten fliegen. Okay, das hat funktioniert. Schön, dass es funktioniert hat, wenn man halbwegs trifft, ne? So, und Double Speed. Tschüss, Zweiter. Vorne ist auch schon der Erste. Aber auch noch genügend Runden, die wir absolvieren müssen, ne? Und das ist dann auch perfekt. Ich hoffe, dass das jetzt der Versuch der Versuche ist. So, Bewaffnung. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich ihm halbwegs nahe gekommen bin, dann haue ich dem das Ding um die Ohren. Weil das ist zwar eine Homing-Rakete, aber die kann, die triggert nämlich immer auf dem, der am nächsten dazu steht. Wenn die anderen, die schon hinter mir sind, näher sind als der erste. Jawohl, der schöne ersten erwischt. Das ist gut. Als er ein Turbo nehmen wollte. Ja. So, Doppelturbo. Schönen Vorsprung gewinnen. Zur Not nochmal das hier mitnehmen. Als Notbewaffnung. Und dann nur noch keine Ringe vergeuden. Und jetzt gar nicht so viel auf Doppelturbo achten. Sondern wunderbar einfach schön Ring nach Ring. Ja, nicht verkacken. Schön die Kurven schnippeln, wenn es geht, wie hier. Einfaches geil wäre jetzt hier noch so eine Minimap der Strecke, um zu wissen, einfach um zu wissen, wie weit der erste hinter einem ist. So, überhaupt nichts, wie gesagt, nichts riskieren und dann wieder doch was riskieren, um es endlich geschafft zu haben. Oh. So, da ist, ich sehe schon das Finale. Finale, oh, oh. Endlich. Ja, Flieger Ass, leck mich. Shemp, aus dem ersten Teil, der Boss. Dr. Shemp, Alter. Oh. Gar keine. Ich will einfach nur raus. Ja, du hast dich zurückgelehnt, ja, alles klar. Ich musste arbeiten, du nicht. Du Stück, du Scheißlibelle, du, Alter. Oh, da mir ist so scheiße warm, ne? Nachgeschoss, ungedämmt, ist einfach nur, das ist göttlich. Und dabei sind draußen gerade mal nur 16 Grad, ne? Gut, tagsüber waren es mehr. Also hier drin, das fühlt sich an schon wie Hochsommer. Das ist einfach nur, das ist schon tödlich, diese Hitze. Die ist einfach nur, die ist vernichtend, ist die. Oh. Aber ich kann leider wegen den Außengeräuschen einfach nicht das Fenster aufmachen. Sonst würde man jeden Scheiß hören. So, als nächstes, wenn wir schon hier sind, Bambusterrasse. Wenn wir schon einmal da sind, ne? Doch, Bambusterrasse. Ich habe erst Bambusstraße gelesen. Gelesen. Meine Stimme verkackt schon wieder, die stirbt. Oh, das Rennen, ey. Das Rennen. Das ist schön. Das ist geil. Gibt nichts Besseres in Spyro. Das ist, gut. Die Mission vom Jäger fucken noch mehr ab. Das muss man vielleicht dazu sagen, aber die, also ist, wenn man das, den Abfuck bewerten müsste, dann kommt erst, also ganz oben, ganz erst Jäger und dann der Rest, also die Fluglevel. So was. Alter, was bist du denn? So, erstmal mit dem Gust reden. Spyro, wir werden schon den ganzen Tag von Rhinoxen schikaniert.
Deshalb konnten die Arbeiter nicht den Bambus für den Kreisel sammeln, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Ja, warum auch nicht, ne? Die wollen euch ja hier behalten. So, ihr wollt also Bambus für den Kreisel sammeln. Ey, du Ochse. Alles klar, Teamwork. In Teamwork. Man weiß es nicht so genau. Hier hinten ist nichts mehr. Oh, ich glaube, die Welt könnte ganz entspannt werden, denke ich. Also es kommt immer drauf an, wie die Aufgaben sind. Das ist natürlich immer so, ne? Wenn die Aufgaben nicht so zum Kotzen sind, ich glaube, die Welt ist ganz gechillt, glaube ich. Wollt ihr mir irgendwas sagen? Nö. Irgendwie habe ich... Es gab doch in dem PS2-Spiel Enter the Dragonfly auch so ein Level, was so ähnlich asiatisch angehaucht war, ne? Dachte ich zumindest. Ich meine, ich habe das jetzt nie gespielt, aber als Let's Play gesehen. Zumindest den Teil mit den Libellen, den Dragonfly-Teil. So, tschüss. Du kommst einmal hier rumgelaufen, um dir deinen Tod abzuholen. Sehr sozial von dir. Dass du schon zu mir kommst, freiwillig. So, und stirb. Spyro, du hast das nicht ganz so verstanden mit dem Unstirb. Du sollst nicht sterben, der Gegner soll sterben. Ah, da hinten sehe ich ein Ei. Komm ich da hin? Oh, das gibt's doch nicht. Kann man so dumm sein? So, wer bist du denn? Madison Square Garden. Genau, schön kratzen, machst du gut. Wenn der Flo juckt, dann look da, Alter. Ei. Ei, da ist das nächste Ei. Dwight. Alter, Dwight. Oder Dwight. Alter, die Namen sind auch schon wieder göttlich schlecht. Aber wie es weitergeht, dann doch erst in der nächsten Folge von Spyro the Reignited Trilogy. Und bis dahin, tschüss.